Vor einer Weile habe ich diesen Short bzw. TikTok gemacht. 5 Gründe mehr zu zocken. Und das Ding ging tatsächlich ziemlich durch die Decke, aber ein Kommentar kam immer wieder. Quelle? Trust me, Bro. Und natürlich ist es absolut richtig, nach Quellen zu fragen, aber weil das Ganze nicht in ein Kurzvideo passt, gibt es heute ein langes Video zum Thema, warum Gaming gesund ist. Nicht nur habt ihr da mehr Argumente für eure Eltern, Partner oder wie auch immer, sondern ich kann diesmal auch die Quellen mit angeben. Gaming macht euch besser und hier ist wieso. Okay, mal direkt zum Thema Quellen zuerst. Ich selbst habe vieles davon gelernt, als ich Game Development studiert habe. Deswegen habe ich zuerst mit wissenschaftlichen Studien angefangen. Aber dann habe ich gefunden, dass die ESA, die Entertainment Software Association, also die Leute, die auch die E3 veranstalten, einen umfassenden globalen Report in 2023 angelegt haben, auf dem ich mich in diesem Video hauptsächlich konzentrieren werde. Ich werde auch teilweise ihre Grafik nutzen, aber auch weitere Quellen werde ich in der Beschreibung verlinken und kurz erwähnen, falls ich auf die zurückgreife. Genauso wie den gesamten globalen Report, auch den findet ihr in der Beschreibung. Bevor wir aber tiefer einsteigen, inwiefern Gaming förderlich für euer Hirn ist, lasst uns erstmal mit der sehr einfachen positiven Seite einsteigen. Einfach, weil ihr als Gamer das vielleicht direkt selbst bestätigen könnt, auch wenn das dann nur anekdotisch ist. Aber ratet mal, was passiert, wenn ihr mit etwas Zeit verbringt, was euch Spaß macht. Ihr fühlt euch besser. Und das bestätigt auch der Report der ESA. Knapp 13.000 Gamer ab 16 Jahren in 12 verschiedenen Ländern wurden gefragt und die meisten sagen, sie spielen, um Spaß zu haben, um abzuschalten und zu relaxen. Und ein Großteil der Gamer sagt, sie fühlen weniger Stress, weniger Einsamkeit dank ihren Gaming-Sessions und Gaming sorgt dafür, dass sie sich glücklicher fühlen. Über die Hälfte der Gamer sagt sogar, dass Zocken ihnen dabei hilft, besonders schwierige Situationen in ihrem Leben zu überwinden. Und hiervon gibt es sogar sehr viele Real-Life-Beispiele, die ihr super easy auch einfach selber finden könnt. Zum Beispiel die Story von Hamish Black, ein schottischer Gamer, der unter schweren Depressionen litt, die dazu führten, dass er zweimal versuchte, sich das Leben zu nehmen. Dann stieß er auf Dark Souls, ironischerweise eines der stressigsten Spiele überhaupt, das ihm geholfen hat, diese Phase zu überstehen. Irgendwie löste Dark Souls in ihm den Wunsch aus, zu kämpfen, die Schwierigkeiten zu überwinden und wenn das nicht ziemlich gut beschreibt, wie Games uns helfen können, dann weiß ich auch nicht weiter. Und deckt sich tatsächlich auch ziemlich mit dem, was Dark Souls als Spiel versucht auszusagen. Und ich kann das sogar aus erster Hand bestätigen. Nicht nur hilft Gaming mir selbst, mit Stress umzugehen, einige von euch sind auch aktiv auf unserem Discord-Server auf mich zugekommen, haben mir Nachrichten geschrieben. Ihr habt mir sogar erzählt, wenn euch was belastet und dass ihr auf dem Community-Server Leute gefunden habt, mit denen ihr jetzt zocken könnt oder ihr kommt in den Stream und wir hängen einfach ab und quatschen. Ihr habt gesagt, das Ganze hat euch sehr geholfen und ich fühle mich natürlich auch sehr geehrt, dass ihr mir so vertrauen könnt und mir solche Dinge erzählt. Aber ihr habt damit auch quasi direkt meinen nächsten Punkt bestätigt. Gaming hat uns verbunden. Gaming hat eine riesige soziale Komponente, die ein Nicht-Gamer oft einfach nicht sieht. Eine Studie aus dem Jahr 2018 aus dem akademischen Magazin Computers and Human Behavior kam zu dem Entschluss, dass Videospiele eine einzigartige Atmosphäre bieten, die erlaubt, jegliche Grenzen zu überwinden und wo wir zusammenkommen. Egal welches Geschlecht, Herkunft, Alter, physischer Ort oder Sprache, Gaming bietet da tatsächlich genau das gleiche wie zum Beispiel Sport. Was passiert denn, wenn wir mit anderen interagieren? Wir verbessern unsere Social Skills. Das Klischee des Gamer-Kellerkindes von der Gesellschaft isoliert und allein kann falscher eigentlich gar nicht sein. Wissenschaftler an der North Carolina State University und an der University of Ontario Institute of Technology haben bei einer Untersuchung tausender Gamer herausgefunden, dass die einsamen Wölfe die Ausnahme sind, nicht die Norm. Mit einem Durchschnitt von etwa 70% haben Menschen neue Freunde übers Online-Gaming kennengelernt und über 40% haben entweder sehr gute Freunde oder sogar Lebensgefährten übers Zocken gefunden. Also wir haben Stressreduzierung, Ausbildung sozialer Kompetenzen, Spaß und sogar Überwindung von Depressionen. Und da kommt noch hinzu, dass Games oft sehr taffe und komplexe Themen des Lebens behandeln, was dazu führt, dass Gamer oft empathischer agieren können. Ergebnisse kommen beispielsweise aus dieser Studie hier. Aber in aller Kürze, das bedeutet, wir sind oft einfach in der Lage, die Perspektive einer anderen Person einzunehmen und können deshalb besser Empathie zeigen. Macht doch irgendwie ohne Studie direkt Sinn. Ich kann mich beim Zocken hineinversetzen in den Schmerz, den Joel hier spürt. Oder ich kann fühlen, wie Arthur seine Entscheidungen hier Revue passieren lässt. Selbst wie eine kleine leuchtende Figur Angst hat. Dann kann ich das auch bei meinem Gegenüber in der Bahn oder einem Kumpel, der gerade was Schwieriges durchmacht. Also haben wir
auf der einen Seite einfach ganz viele Bereiche, wo Games unserer mentalen Gesundheit wirklich gut tun. Aber dann gibt es noch einen riesigen Bereich, wo Games tatsächlich auch einfach unsere Weiterentwicklung fördern. Die Forschung in diesem Bereich ist fortlaufend und führt immer wieder zu neuen Ergebnissen. Aber wir starten mit den Ergebnissen der amerikanischen National Institute of Health, die feststellen konnten, dass unter 2000 getesteten Kindern diejenigen, die mehr als 3 Stunden am Tag zocken, bessere kognitive Fähigkeiten festgestellt werden konnten. Zu diesen Fähigkeiten gehört unter anderem ein besseres Gedächtnis. Gerade bei Kindern können spielerhafte Herangehensweisen an beispielsweise Rätsel zu Verbesserungen im logischen Denken führen. Dieselbe Studie hat allerdings auch ein paar negative Seiten gefunden, die wir am Ende des Videos noch besprechen werden. Keine Sorge, auch die habe ich gelesen. Weitere Untersuchungen ergeben auch, dass der Einfluss basierend auf Genre sich stark unterscheiden kann. Umfassende RPGs, gerade mit viel Text, können Aufmerksamkeitsspannen erhöhen. Etwas, das uns in der Zeit von TikTok sicherlich helfen kann. Wenn ihr wollt, blende ich euch auch unten irgendwie die Subway Surfers ein, damit ihr das Video auch bis zum Ende guckt. Selbst ein Spiel wie Call of Duty kann Reaktionszeiten verbessern. Der Report der ESA nennt gleich mehrere Quellen und Untersuchungen, die ebenfalls unterstützen, dass sich Fähigkeiten wie Context Switching, also das mentale Wechsel von einer Aufgabe zur nächsten, extrem wichtig im Berufsleben, motorische Skills wie Hand-Augen-Koordination, Entscheidungsfähigkeit und Co. sich eben verbessern. Dann gibt es noch die Lerneffekte durch Immersion. Kleines Beispiel. Ich habe bereits in meiner Schulzeit angefangen, meine Games auf Englisch zu spielen und ungefähr ab da ist meine Englischnote auf eine konstante 1 gewandert. Das sage ich nicht, um in meinen Noten zur Schulzeit zu flexen, weil, sagen wir mal ehrlich, das ist ein Jahrhundert her, als ich noch zur Schule ging, sondern weil wir beim Gaming auch sehr lernfähig sind. Wenn ihr auf Englisch zockt, saugt ihr die Sprache förmlich auf. Und ganz ehrlich, wer von euch hat mal mit einem historischen Fakt im Geschichtsunterricht den Lehrer beeindruckt und besagte Fakten habt ihr durch Assassin's Creed gelernt? Es gibt also eine Menge Vorteile des Gamings, aber natürlich muss ich auch kurz ansprechen, dass es gewisse Risiken gibt. Selbstverständlich ist es wichtig, auf ein gesundes Maß zu achten. Angefangen von dem Einfluss langen Starrens auf dem Bildschirm bis hin zu langem Sitzen. Ihr solltet definitiv auf eine regulierte Bildschirmzeit und ausgleichende Bewegung achten, sonst können natürlich auch Probleme dadurch auftreten. Dass Game Developer insbesondere im Mobile Gaming Bereich mit Dark Patterns arbeiten und aktiv versuchen, junges Publikum süchtig zu machen, möchte ich ebenfalls nicht leugnen. Was Dark Patterns sind, erkläre ich euch in diesem Video. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr euch mit dem Thema etwas mehr befassen möchtet. Das Thema Videospielsucht ist ebenfalls zu beachten, denn ändert sich die Relation zum Gaming vom Zeitvertreib zur Sucht, drehen sich all die erwähnten Benefits auch schnell ins Negative um. Solltet ihr jemanden kennen, der davon betroffen ist oder seid vielleicht sogar selber davon betroffen, dann verlinke ich euch unten in der Beschreibung auch die Homepage des Fachverbands für Medienabhängigkeit. Auch nicht zu ignorieren, besonders für junge Kinder, sind Menschen mit nicht ganz so guten Absichten, die sich gerne in Foren, Plattformen und in Games direkt rumtreiben und damit die eigentlich schöne Möglichkeit, sich über alle Grenzen hinweg auszutauschen, trüben. Da ist es gerade für Eltern wichtig, darauf zu achten, mit wem die Kids kommunizieren. Es ist und bleibt also eine Frage des gesunden Ausmaßes. Deshalb möchte ich ein paar abschließende Worte an bestimmte Gruppen richten, die dieses Video vielleicht gerade gucken. An die Gamer. Schön, dass ihr euer Hobby genießt, aber denkt dran, ein gesundes Maß zu pflegen und nicht die Main Quest des echten Lebens zu vernachlässigen. Dazu gehört Schule, Freunde, Berufsleben und eben weitere Hobbys. An die Eltern. Lasst eure Kinder zocken, aber achtet darauf, was sie zocken und am besten zockt einfach mit ihnen und nehmt teil an dem Hobby. An die Nicht-Gamer. Wagt euch doch vielleicht mal an dieses Hobby. Ihr seid bestimmt überrascht, was es alles gibt. Ich bin der festen Überzeugung, es gibt für jeden das richtige Game. Genau wie es für jeden das richtige Buch oder den richtigen Film gibt. Und laut ESA stimmt mir bei dieser Aussage ein Großteil der Gamer sogar zu. Das war's mit dem heutigen Video. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, bei welcher dieser Aussagen bzw. Vorteile ihr euch am ehesten selber wiederfindet, denn ich bin natürlich auch gespannt auf eure Perspektive. Außerdem, falls ihr den Kanal supporten möchtet, ein Like und Abo ist wirklich Gold wert und ich freue mich über jegliche Unterstützung. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.